Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu Das Testament des Sherlock Holmes. Und wir werden jetzt mal fahren, was so Schönes in der Kiste drin ist. Oh. Diese Kerzenhalter wurden zweifellos gestohlen. Oh ja. Dieser Schlüssel muss wichtig sein, sonst wäre er nicht hier versteckt worden. Ein Hammer, blutverschmiert. Holmes, in der Werkstatt ist jemand. Das ist mir nicht entfallen, Watson. Halten Sie Ihren Revolver bereit. Man kann nie wissen. What the hell? Ich habe da, glaube ich, eher was anderes gesehen. Das war hier, ne? Und warum ging die Tür auf? Da muss jemand drin sein. War das hier? Öffnen Sie die Tür. Wir sind nicht von der Polizei, also kein Grund zur Sorge. Eine seltsame Methode, jemanden zu beruhigen. Holmes, das sind Kinder! Mein Gott, eines von ihnen ist verletzt! Was wollen Sie? Kein Schritt näher. Sind Sie von der Polizei? Hab keine Angst, ich bin Arzt. Ich werde mir die Wunde deines Freundes ansehen. Warten Sie, Watson. Ich will diesen Kindern ein paar Fragen stellen. Es ist wirklich dringend, Holmes. An diesem unhygienischen Ort ist die Infektionsgefahr sehr groß und die Wunde könnte sich mit jeder verlorenen Sekunde weiter entzünden. Die Wunde ist für diese Kinder nicht so eine akute Gefahr wie Mr. Fletcher. Wer? Sehen Sie sich die Wunde an, Watson. Sie ist dünn und präzise und deutet auf eine scharfe, gut geschliffene Klinge hin. Eine stumpfere Klinge hätte das umliegende Gewebe in Mitleidenschaft gezogen. Und die Breite der Wunde wäre uneinheitlich. Und was bedeutet das? Wer in dieser Gegend würde besonders darauf bedacht sein, stets seine Klinge instand zu halten? Ein Metzger natürlich. Und der einzige Metzger weit und breit ist Samuel Fletcher, der gerade eine Scheibe austauscht, die zerschlagen wurde. Er ist ein mürrischer Kerl, das wird ihn hier jeder bestätigen. Sind die Kinder in Gefahr? Niemand kann so gut mit einem Messer umgehen wie ein Metzger. Und wenn dieser Metzger auch noch seinem schlechten Ruf gerecht werden würde, liegt die Vermutung nahe, dass ihm ein tödlicher Schnitt in die Halsschlagader eines Kindes nicht besonders schwer fallen dürfte. Dass er es noch nicht getan hat, liegt wohl daran, dass die Kinder in der Nacht eingebrochen sind, um Fleisch zu stehlen. Die schlechte Beleuchtung hier in der Gegend hat ihnen das Leben gerettet. Ich versichere Ihnen, dass Mr. Fletcher den Tag damit verbracht hat, diese Kinder aufzuspüren. Und wenn er sie findet, sind Wunden Ihr kleinstes Problem. Das ist wahr. Was wollen Sie von uns? Bitte lassen Sie nicht zu, dass der Metzger uns findet. Verarzten, schlichten, Zimmerschlichten. Ich könnte Mr. Fletcher für den entstandenen Schaden entschädigen. Dann würde er mit Sicherheit davon absehen, weiter Jagd auf euch zu machen. Aber dafür müsst ihr mit mir zusammenarbeiten. Oder? Oder er findet höchstwahrscheinlich einen weniger angenehmen Weg, um Genugtuung zu verspüren. Warten Sie, Mister. Ich kenne jeden hier und werde Ihnen helfen, wenn Sie uns vor dem Metzger beschützen. Ich suche einen Mann namens Kurz. Sag mir, wo ich ihn finde, dann bringe ich die Sache mit Mr. Fletcher wieder in Ordnung. Jeder hier kennt Kurz. Er ist der schlimmste Typ im ganzen Viertel. Wir nennen ihn Colonel, weil er in Afrika gegen die Zulus gekämpft hat. Dann ist er bei der Armee rausgeflogen, weil er völlig verrückt ist. Er wohnt in Betty Street 8. Gut. Watson, sehen Sie sich die Wunde an. Danach glätten wir die Wogen zwischen diesen jungen Männern und Mr. Fletcher. Betty Street 8. Vom Friedhof aus gesehen nach links abbiegen und dann die erste Straße rechts. Okay. Das kriegen wir hin. Wir müssen diese Kinder vor diesem Metzger beschützen, Holmes. Das wird nicht nötig sein. Ich hatte schon einmal mit Samuel Fletcher zu tun. Er ist nicht so ein Monster, wie ich die Kinder glauben lassen wollte. Hätte er sie töten wollen, hätte er das getan, trotz der schlechten Beleuchtung. Er hat den kleinen Dieb nur verletzt, damit er es nie wieder wagt, einen Fuß in seinen Laden zu setzen. Vergessen Sie Mr. Fletcher, Watson. Sie sagen also, dass Sie gelogen haben, um diese armen Kinder einzuschüchtern? Exakt. Clever, nicht wahr? Definitiv, Watson. Definitiv. Und clever auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal in die
Battery Street hieß die, ne? Ich bin mal hier leider über den... Hey, Mister! Ganz schön edle Klamotten, die Sie da anhaben. Sie fallen hier auf wie ein bunter Hund, das sage ich Ihnen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht dreckig machen. Aber Sie wären bei mir herzlich willkommen. Ist nicht weit. Ich würde den Dreck für Sie runterschrubben. Gehen Sie bloß nicht zu Danny, sonst holen Sie sich noch Malaria. Danke, Madame. Ich bin sicher, Sie würden diese Aufgabe meistern. Bedauerlicherweise wird es jedoch nicht nötig sein. Ihr Angebot war sehr freundlich. Wir sollten besser gehen, Sir. Hier, bitte nehmen Sie den Sovereign als Zeichen meiner Dankbarkeit. Na sowas. Danke, wie großzügig von Ihnen, meine Lordschaft. Gern geschehen, Madame. Madame nennt er mich. Du meine Güte, was für ein Gentleman. Wenn Sie so weit wären, Sir? Ja, gehen wir. Ein bemerkenswerter Mann, dieser Prinz Woodwell. Spricht er doch mit dieser Frau, als wäre sie gleichen Standes. Suchen wir die Betty Street. Wenn ich erwähnen darf, mein Gott, was hatten die für Argumente? Und Angebote? Na, ich weiß ja nicht. Okay, vom Friedhof aus links und dann nach rechts, also hier rein. Alter Schwede, ich glaube, die werden wir nochmal treffen. Ich befürchte es. Battery Street. Ach, guck mal, da laufen die Mäuse. Tatsächlich. Hallo, Vorsicht. Oh, ich will doch keinen zertreten. Das ist die 4. So, das ist ein Geschäft. Hier ist Buchhalle. Wow. Berner Street? Richard Berner. Das ist aber die Berner Street. Habe ich was übersehen? Dann nach rechts. Oh, ein Chinese. Berner Street. Nee, das ist. Achso, ich würde sagen, was ist nicht meine Sherlock? Du bist nicht zu finden. Nee, du bist das nicht. Berner? Das ist die Berner Street. Nicht die. Ach, das ist komplett die Berner Street. Okay. Ich habe gedacht, nach links und dann nach rechts. Habe ich mich wohl geirrt. Oder meinte. Warte, ich muss nochmal ihn gucken. Wartet mal. Suche nach. Den ganzen Runden wollen. Das ist 2. Da, er wohnt in Betty Street 8. Kann man. Es war doch irgendwie. Ach da, Kurt wohnt vom Friedhof ausgehen. Vom Friedhof ausgehen, nach links abbiegen und dann die erste Straße rechts. Okay, also wenn. Muss man gucken, wo war jetzt der Friedhof? Der war hier. Ach, nach das links. Ah, wir sind rechts rumgegangen. Also rechts und dann links. Ja, natürlich. Dann müsste hier wahrscheinlich die Battery sein, ne? Genau. Hier ist die Battery Street. Und Nummer 8. Okay, die zeigt nicht mit Finger auf anderen Leuten. So, 6. Ah, hier. Lässt sich nicht öffnen. Das wird wohl das kleinste Problem sein. Mein Gott, Holmes, das ist entsetzlich. Und dieser Gestank. Was ist hier nur vorgefallen? Bleiben Sie ruhig, Watson. Machen Sie sich zu jedem Detail Notizen und rühren Sie nichts an. Gut, Holmes. Oh mein Gott. Ich würde behaupten, dass hier etwas passiert ist, was knallhart ist. Ein abgerissener Teil eines Briefes. Okay. Colonel, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie Befehlshaber des Kommandos Mallern Ihren Einsatzmethoden nicht gutheißen. Methoden, die Sie als unüberlegt und sogar zu brutal erachten. Wir verteidigen unser Land und kämpfen für eine gerechte Sache. Wir brauchen ehrenhafte und pflichtbewusste Soldaten, keine geldgierigen Mörder. Vor
Opportunisten wie sie ist hier kein Platz. Scheint ein Entlassungsschreiben zu sein. Ja, und da fehlt auch etwas. Ist es vielleicht hier? Ein Abzeichen des 58. Infanterieregiments Ihrer Majestät. Und ein Brief, in dem kurz der Ausschluss aus der Einheit mitgeteilt wird. Er hat 1881 gedient. Zu dieser Zeit war das Regiment in Südafrika stationiert. Kurz war im Burenkrieg. Eine Zeitung, die über den Krieg in Südafrika berichtet. Kurz muss das Kriegsgeschehen mit einem gewissen Interesse verfolgt haben. Der Burenkrieg ist eine abscheuliche Sache. Und er tobt immer noch. Eieiei. Wer weiß, ob er damit überhaupt je arbeiten konnte. Oder es verarbeiten konnte. Es ist manchmal sehr schwierig, das zu verarbeiten. Oh. Etwas Fleisch war in diese Zeitung eingewickelt. Das Blut ist noch frisch. Weintrauben? Warum liegen sie hier? Das ist eine gute Frage. Das ist die Zeitung von gestern. Okay, sonst ist hier weiter... Weintrauben! Oh, Verzeihung. Nee. Nee, Verzeihung, nee. Oh. Ein altes Foto. Da steht... Für unseren Kameraden Jeremy Kurz von Kommando J. Mellon. Bloemfontein, 1883. Kurz hat für die Buren und somit gegen sein Land gekämpft. Ganz offensichtlich hat unser Freund Kurz in Südafrika auf beiden Seiten gekämpft und war nie Colonel. Aber das überrascht mich nicht. Ein Verräter, ein Deserteur und ein falscher Colonel. Wahrlich ein echter Gentleman. Ja, das stimmt. Sonderbare Sachen hatte er auf dem Tablett. Kleine, verkohlte Kügelchen. Ich vermute nichts Gutes. Eine Pfeife. Riecht merkwürdig. Ein kleiner Brenner. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Den Utensilien auf dem Tablett nachzuurteilen und der Pfeife hat der Mann Opium geraucht. Opium? Ich bezweifle, dass dieser Mann seine Drogen hier hergestellt hat. Dazu braucht man ein richtiges Labor. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Oh, die Männer des Bischofs hatten ein Gift, das zu verurteilt wird. Oh, der Mann hatte Opium gebraucht. Instrument. Hat einem der Täter den Finger abgebissen? Ja, Instrument. Am Tatort wurde kein Instrument zur Herstellung von Opium gefunden. Ich würde noch nicht gucken. Ich würde noch nach Hinweisen schauen. Wir schauen da noch nach Hinweisen. Was hatten wir? Die Pfeife? Das haben wir... Also hier ist soweit nichts. Okay. Also er hatte auf jeden Fall einen Vorrat. Das steht fest. Aber... Bevor ich die Leiche betrachte, würde ich ja noch... Ja. Der Hundenapf ist leer. Jemand hat Futter für die Hunde gebracht. Wahrscheinlich kurz bevor es zu dem Kampf gekommen ist. Und direkt nachdem sie gefüttert wurden, sind sie über den Mann hergefallen, um ihn zu fressen. Unglaublich. Nee, Watson, das glaube ich nicht. Gibt es hier noch irgendwo was? Anscheinend nicht. Gut. Wir haben soweit alles, das heißt, betrachten wir den Hund. Was für eine schlimme Wunde. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Oh, das sieht so... Oh, nie. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Okay, wir haben, glaube ich, hier soweit alles. Da waren wir. Da waren wir. Hier. Ich glaube, wir haben soweit erstmal alles. Dann gucken wir jetzt bei den anderen Hund. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Was für eine schlimme Wunde. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Oh Gott, wenn das arme Tier, das tut mir voll leid. Ohne Scherz. Okay.
Was haben wir hier? Was für eine schlimme Wunde. Größe 9. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Größe 9. Was hatten wir? War hier nicht gerade noch... Was ist mit diesem Brief hier? Ist er nicht wichtig? Anscheinend wohl nicht. Oh mein Gott. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Dieser Verband ist höchstens ein oder zwei Tage alt. Was für schlimme Wunden. Die Hunde müssen Tollwut gehabt haben. Machen wir wieder Informationen. Nur ein Hund könnte solch eine tiefe Wunde verursachen. Aber wie es scheint, wurde noch danach an der Wunde herumgebissen. Ich kann mir vorstellen, dass die Hunde irgendwas bekommen haben. So, er hat vielleicht diese Pfeife geraucht und gar nicht erst mitgekriegt. So richtig so qualvoll gestorben. Oh, das wäre wirklich furchtbar. Es fehlt uns da noch was. Was fehlt uns denn hier noch? Kann uns der sechste Sinn dabei helfen? Wir haben hier... Hier haben wir alles. Oh. Das ist ein Hundebiss. Man erkennt die Abdrücke der Zähne. Haben wir soweit... Haben wir denn jetzt... Nee, es ist immer noch nicht alles. Also es ist noch... Okay, wir haben das Gesicht. Es ist nichts am Ohr, es ist hier nichts an der Seite. So, Inventar, das wollen wir nicht. Hier liegt der Hund. Die Finger. Dieser Ver... Ja, das ist okay. Dann kommen wir zum Gesicht. Ich gehe mal so Pi mal Daumen rüber. Also nicht Pi mal Daumen, sondern so. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Das auch. Also ich finde jetzt so nichts mehr hier. Also irgendwas wird wohl noch fehlen. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, wir konstruieren mal die Sachen. So, Hund, Opfer, Hundekörper. Gut. Der Hund wurde kurz vor dem Mord gefüttert. Der Körper des Mannes ist mit Bisswunden übersät. Die Körper der Hunde sind mit Bisswunden übersät. Der Mann hat seinen Hund schlecht behandelt, weswegen sie ihn angefallen haben. Nein, das glaube ich nicht. Die Hunde des Mannes haben ihn schon öfter angefallen. Der Mann hat mit allen Kräften gegen seine Hunde gekämpft. Das kann ich mir eher vorstellen. So. Ich würde behaupten, dass die Hunde vergiftet wurden. Weil sie wurden vor dem Mord gefüttert. So, der Bischof hat ein verrücktes Gift bekommen. Das ist eigentlich etwas, was sehr gut zusammenpasst. Und ich fand ihm meine Stimme. So, am Tatort wurde kein Instrument zur Herstellung von Opium gefunden. Der Mann kann das Opium nicht geraucht haben. Der Mann erhielt eine Farbe, weder das letzte oder das vorletzte. Aber wir haben gesehen, er hatte einen Vorrat davon. Also wird er definitiv einen Vorrat haben. Uns fehlen immer noch Beweise. Aber wo? Ich denke mal, irgendwo fehlt noch etwas an der Leiche. Wir haben die Leiche noch nicht durch. Haben wir vielleicht etwa... Machen Sie sich Notizen, Watson. Derselbe Finger, den wir im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Holmes! Machen Sie sich nur... Derselbe... Alles klar. Jetzt haben wir alles. Jetzt können wir gucken, wie es weitergeht. Der Finger. Der Mann fehlt ein Finger. Der Bischof hatte einem der Täter den Finger abgebissen. Der Mann ist einer der Mörder des Bischofs. Ja gut, die können vielleicht gefressen haben, wenn er auf dem Boden lag. Aber selber abgeschnitten? Hat er das getan? Ich möchte mal was wissen. Okay, also er sagt mir nicht, was richtig oder falsch ist. Der
Bischof? Der Mann ist einer... Natürlich, es war vor ein paar Tagen. Wir erinnern uns dran. Meine Deduktionsaufzeichnungen sind unvollständig, Holmes. Ein wichtiges Detail fehlt. Gehen wir zurück ins Hospital und fragen unseren Freund, ob er uns die Leichenhalle für 2 Stunden zur Verfügung stellt. Was haben Sie vor? Ich kann mich nicht zwischen einem Nickerchen und einem Picknick entscheiden. Das reicht, Holmes. Für den nächsten Schritt unserer Ermittlungen kommen wir um eine Autopsie nicht herum, Watson. Und Sie wissen ja am besten, sobald die lebenswichtigen Organe des Körpers nicht mehr funktionieren, zählt jede Minute. Bereiten Sie schon mal die Leichenhalle vor, während ich mich um den Transport kümmere. Wir müssen uns beeilen. Wie Sie meinen. Bis später. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Ich steuere jetzt Watson. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bin gespannt. Autopsie, ich bin begeistert. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt dran. Abonniert meinen Kanal. Was noch? Gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und ihr dürft meine Videos gern weiter verlinken, sozusagen, dass unsere Community vielleicht irgendwann immer größer wird. Und ich freue mich aufs nächste Let's Play davon. Oh, ich bin schon gespannt. Autopsie, Leute. Hallo. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ein schönes Daisuki.